Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach und wir spielen gegen Aurelie. Und wir haben Franzosen. Ich möchte mal jetzt ganz früh, am besten so früh wie möglich aus der Theorie rauskommen. Und zwar spielen wir... Wir spielen mal G5. Einfach nur, um aus der Theorie rauszukommen. Die Idee ist ja gut, wenn Springer nach F3 geht, spiele ich G4 und greife ihn an. Ich möchte einfach mal keine Theorie mehr haben. Ich bin so langsam leid. Ich muss jetzt immer echt sagen, ich bin die Theorie so langsam echt leid. Ich möchte einfach mal eine Partie haben, wo auch beide überlegen und nicht wieder, ja, hatte ich mal gesehen und ja, ja. G5 ist ein cooler Zug. Man sieht's auch, er überlegt. Er überlegt. Was, wenn ich jetzt mit der Dame nehme? Spielt er C4, ne? Dann spielt er C4. Ich schlage mit dem Bauern und sag, mein Läufer ist frei. Okay, auf G4. Wo geht er hin? Okay, spielen wir mal G4. Ich denke, man wird nach E5 gehen. Wenn ich jetzt Läufer G7 spiele. Ach so. Muss ich erst H5 spielen. Okay, spiele ich erst H5. Es macht mir nix. Läufer D3 droht nixen. Okay, nehme ich den jetzt raus oder noch nicht? Ich werde ihn nochmal angreifen. Rausnehmen werde ich ihn sowieso. F3? Was, wenn ich jetzt E5 nehme? Nehmen. Ich nehme einfach mal einmal. Nehmen. Ich habe doch Dame F6, oder nicht? Dame F6, F4, Dame F4. Okay, ich muss mich ein bisschen entwickeln. Ich werde da nicht drum herum kommen. So, jetzt kann ich einen Schach geben. Oder Dame F6. Dame F6 gefällt mir auch ganz gut. So, kann ich den jetzt nehmen? Läufer D5. F4, Dame F4. Komm. Den kann ich nehmen. Ah, Springer. Wenn ich den rausnehme, lange hoch Hade mache. Ach so, dann kann ich nicht mehr lange hoch hier. Dame B6. Läufer E3. Dame H4. G3 oder was? Eventuell. Läufer G5 droht er auch, glaube ich.
Jetzt mit Dame G7. Vermutlich noch das angenehmste. Ja, dann will ich Läufer C6 spielen. Oder auf C6, Dame D5. Aber noch ist Hopfen und Malz nicht verloren. Dame A4, spiel Springer E7. Ja, Springer E7. Catch him if you can. Was? Was ist da los? H4. Läufer E7, König E7. Wenn ich jetzt einfach G3 nehme, sage leck mich am Arsch. Dame C6, König E7. Dame C5, König D8, König E7. Ach komm, ich nehme den einfach. Oh, rechnen. Das Problem ist halt im Abzugsschach. Ich komme mit meiner Dame nicht auf ein weißes Feld. Läufer D6, Läufer E5. Turm E5, Schach. König D8. Also ein Abzug. Läufer H4 hat er sogar. Ja, aber Läufer E5, dann nimmt er mit dem Turm. König D7. Ja, König D7. Ach, aber dann kann er einfach HG3 spielen. Wenn er sich HG3 spielt. Wo ist der Aufgabe-Button? Da. Aber ich habe so wenig Zeit, ich brauche gar nicht mehr aufgeben. Ich glaube, er sieht's nicht. In solchen Momenten muss man mal ganz ruhig sein. Oder ist so einer, der lässt die Zeit auf eine Sekunde ablaufen und nimmt dann die Dame. Ach nee. Er hat sich gesehen. Aber ich habe eh keine Zeit mehr.
Abgesehen davon, dass ich H2 gar nicht nehmen konnte. Okay, wir waren im dritten Zug aus der Theorie raus. Vielleicht war G4 ein bisschen übermütig, aber das war halt die Idee. Vielleicht hätte ich ein bisschen eher. Oder ich hätte den Bauern einfach nicht nehmen sollen. Ja, Dame F6 war auch schon wieder so ein Trickzug. Ich wollte nicht nehmen wegen B7. Aber wahrscheinlich hätte ich darauf nicht gucken dürfen. Was gewinnt hier? Springer F6. Boah. Jetzt kommen wieder die kranken Züge. Warum König D8? Warum nicht König F8? Ach so, dann hängt A8. A8 hängt auch noch. Ja. Akzeptiert. Ach, da ist Matt in 1. Ist ja noch besser als das Abzugsschächlein. Hier ist Matt in 5. Ach, schon wieder Dame C6, ja. Ach ja, genau, HG3. Ja, das meinte ich auch. Oh, es war grauenhaft, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.